Moin aus den Käferstübchen. Ja, wie in der Kanalbeschreibung schon beschrieben, wollen wir beide, also Paddy und ich, den Kanal mal wieder etwas reaktivieren und mit irgendwelchem Content füllen. Ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass wir das letzte Video hochgeladen haben. Ja, und als erstes Thema hatten wir uns überlegt, könnte man mal die Sinnbosen D4 3000 etwas beleuchten, beziehungsweise die Probleme, die es damit eine Zeit lang gab, mit dem Display. Das Problem hatten wir auch und ich würde euch gleich einmal zeigen, wie wir das jetzt gelöst haben, also die Lösung seitens des Chinesen. Und ja, würde euch das gleich einmal zeigen, was wir da jetzt umgebaut haben. Und dann haben wir auch noch ein kleines Tuning schon in einer verbaut, was in die zweite jetzt auch noch rein soll. Das zeige ich euch dann auch nochmal. Wir haben zwei von den Endstufen und haben uns hier auch eine Anschlussblende gebaut, mit denen wir alle vier Eingänge beschicken können und die ersten beiden durchschleifen können und hier hinten dann halt einmal Speak and Out, einmal ja, Kanal A und B auf 1 plus minus und 2 plus minus. Dahinter CD und die hinteren beiden sind quasi dieselben Kanäle, nur jeweils gedreht, dass dann halt Kanal A auf 2 und Kanal B auf 1 ist für ja, verschiedene Lösungen. Wenn man das mal irgendwie ein bisschen anders verkabeln muss, kann man da auch nochmal ohne Wendeadapter rangehen. Und antreiben tun wir damit ja inzwischen so gut wie alles. Einmal unsere Doppel 18 Zöller, unsere 12 Zoll Mufo Tops, unsere 15 Zoll Subwoofer. Das läuft ja alles sehr gut dran, aber jetzt schraube ich sie mal eben auf. Ja, da ist sie auch schon offen. Den Aufbau sollte man eigentlich kennen, zum Beispiel von der CVR 3004 oder wie sie dann heißt. Also 4x 3000 Watt an 8 Ohm, 4x 5000 Watt an 4 Ohm. Wobei Stefan Kosmala da mal rüber gemessen hat und ja, im Bassbereich bricht sie dann natürlich untenrum relativ schnell ein, aber bei welcher Endstufe ist das letztendlich nicht so. So viel Strom muss man auch erstmal durchkriegen. Auf jeden Fall gab es hier immer das Problem mit dem spinnenden Display. Also das fängt plötzlich an, wilde Zeichen anzuzeigen, teilweise sich auch zu verstellen. Und bei uns ging das dann auch einmal so weit, dass sich dann die Tops in der Front-PA gemutet haben. Ja, und da gibt es halt eine Lösung von Sinnbosen direkt. Man kriegt einen Deckel zugeschickt, so einen hier jetzt nicht, den hier haben wir die Löcher selber gebohrt. Aber wir haben einen Deckel zugeschickt gekriegt und ein paar zusätzliche Abstandshalter. Ich glaube, diese fünf sind die, die man zusätzlich einbaut. Da haben wir dann bei dem zweiten Deckel einfach durchgepauscht und selber gebohrt, sodass wir nur einen Deckel beziehen mussten. Beziehungsweise eigentlich ist er kostenlos, aber der Chinese wollte 50 Euro Versand nach 3 Monaten haben. Also wir haben es nach 4 oder 5 Monaten erst bestellt. Ja, und zusätzlich zu den Abstandshaltern muss man halt noch am Display, da sieht man hier jetzt nicht, das muss ich gleich nochmal auseinanderbauen, um euch das zu zeigen, ein paar kleine Kondensatoren auslöten. Und die sind, ich blende gleich mal ein Bild ein, schon sehr winzig, aber mit einer ganz feinen Lötspitze habe ich die da rausbekommen. Das sind so kleine SMD-Kondensatoren. Und da soll sich zwischen den Display und den Endstufenboard dann ein Schwingkreis aufbauen, der halt das Display so zum Rumspinnen bringt. Und noch einmal zwischengeschoben zu den Schwingkreis. Also die Abstandshalter sollen als ja, Schirmung quasi dienen zwischen Gehäusedeckel und der Erdung. Ja, und dadurch, dass man hier vor halt noch die ganzen Abstandshalter einbaut, ist das Display besser geschützt. Und die Kondensatoren hingen da wohl auch irgendwie mit drinne. Deswegen mussten die raus. Die tun wohl nicht Not. Es funktioniert auf jeden Fall aus. So, jetzt habe ich die Front auch nochmal eben gelöst und das kleine Flachbandkabel da unten rausgezogen. Und jetzt kann man sehen, dass da waren 4 kleine Kondensatoren zwischen und die mussten ausgelötet werden. Wie gesagt, mit einer feinen Lötspitze ist man da relativ gut raufgekommen und konnte die auslöten mit einem SMD-Föhn. Habe ich mich da nicht rangetraut, weil meine Hand dann, glaube ich, dafür nicht ruhig genug ist, beziehungsweise die Spitzen nicht klein genug sind, dass man nur den einlöst. Aber das ist durchaus mit einer ruhigen Hand machbar. Ja, und mit dem Umbau haben wir das Problem auch noch kein einziges Mal wieder gehabt. So, jetzt habe ich die Blenden auch schon wieder dran. Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit den Kisten, nachdem das jetzt alles so läuft, wie es soll. Das Einzige, was wirklich stört, sind die Lüfter. Die sind unglaublich laut, haben eine sehr penetrante Frequenz. Ich mache sie die Endstufe einfach mal an, dann hört ihr das. So ein leiser wird es auch nicht. Das ist die niedrigste Stufe. Sie können nur noch etwas schneller, wie man am Anfang gehört hat. Und ja, das ist schon ziemlich nervig, wenn man mal auf etwas leiseren Veranstaltungen die Dinger hinstellen möchte. Da kann man dann doch eher eine FP10000 nehmen. Aber auf dem PA-Treffen im Norden, wo wir waren, habe ich mir einmal die Endstufe, die 2000er Endstufe vom PA-Titcher
angeschaut und gesehen, der hat andere Lüfter drin, ne? Nämlich diese. Und jetzt habe ich uns die einfach mal nachbestellt. Kostet halt ein Zehner, also sind es 40, 50 Euro pro Endstufe, die man da investieren muss bei Fehllüftern. Kommen aus Amerika, aber waren ratzfatz da und das Ergebnis lässt auch für sich sprechen. Jetzt mache ich die einmal wieder aus. Gehe einmal zu der anderen Endstufe rüber, die wir schon umgebaut haben. So, jetzt mache ich die mal an. Hört mal hin. Im Standby hört man fast gar nichts mehr. Die regeln nachher wieder ein bisschen hoch, aber selbst wenn sie hochregeln, sind sie deutlich leiser als die alten Lüfter. Und so hat das alles schon Hand und Fuß. So gefällt uns das. Und somit haben wir jetzt, ja, ich sag mal, 1200 Euro pro Endstufe ungefähr bezahlt. Und also mit inklusive der Lüfter. Und einmal die Stunde, sag ich mal, für den Umbau. Und damit haben wir eine jetzt hoffentlich grundsolide Endstufe, die wir noch lange nutzen können, weil uns gefallen die schon sehr gut. Also die Performance, die da rauskommt, lässt nicht zu wünschen übrig. Da kommen wir mit den großen Bässen super klar. Wir hatten auch schon mal ein Setup gebaut, wo wir an jeder Endstufe zwei große Bässe hatten. Dann zwei 15 Zoll Bässe als Kicker zu den PL Audio Unirace, die kannst du halt so, ja, maximal 130, vielleicht noch 120 trennen. Wenn es laut sein soll, eher ein bisschen höher. Und deswegen hatten wir uns da die Geschichte mit dem BRX 115, bestückt mit NLW 4500, gebastelt. Und das ging schon sehr mächtig. Aber inzwischen haben wir auch noch andere Tops zu den Doppel-18-Zöllern. Also der steht da jetzt tatsächlich nur als Distanzstück für das Top drauf, weil wir hier einen kleinen Geburtstag gefeiert haben bei uns im Lager. Aber mit den neun großen Tops spielt das schon sehr gut zusammen. Und mit den BO 112 M-Tops spielt das auch super zusammen, weil die relativ tief auch getrennt werden können. Also in dem Fall jetzt bei 90 Hertz und die machen trotzdem noch mächtig Pegel. Ja, ich hoffe, mit dem Video konnte ich vielleicht den einen oder anderen helfen, der auch diese Endstufe hat und Probleme hat. Oder gegebenenfalls auch die Angst nehmen vor dem selber Umbau. So schwierig finde ich persönlich ist das nicht. Ich bin jetzt auch kein Elektroniker. Ich bin Heizungsbauer und ich habe es halt auch hingekriegt. Und ja, wir schauen mal, dass wir jetzt mal ein paar mehr Videos wieder machen, so wie früher. Auf und Veranstaltung wird es natürlich etwas ruhiger, also müssen wir mal schauen, wann das nächste kommt. Aber wir haben schon ein bisschen Lust darauf, auch ein paar Videos zu machen. Die Community bei YouTube ist ja halt doch deutlich größer als damals, wo wir die letzten Videos mal hochgeladen haben von Veranstaltungen. Ja, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ja mal was kommentieren und eine Bewertung da lassen. Wie gesagt, wir sind wieder neu im Videogame nach 10 Jahren fast und schauen mal, was da draus wird. Bis dann.